Der Mokka ist das neue kleine SUV von Opel. Wir machen mit dem Hoffnungsträger aus Rüsselsheim den Test. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 184 km/h. Der Sport auf 100 ist in 10 Sekunden geschafft. Der Motor besetzt ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmeter. Und das bei einem vom Hersteller angegebenen Verbrauch von 4,9 Litern auf 100 km. Das Design des Opel Mokka ist etwas gewöhnungsbedürftig. Von schräg vorn sieht der Wagen stämmig und stimmig aus. An der Front befindet sich unter den Scheinwerfern eine große Frontschürze. Natürlich aus Plastik. Umrundet man den Mokka, ändert sich die Wirkung. Am Dach gibt eine Leiste dem Mokka das gewisse Etwas. Seitlich betrachtet wirkt die Karosserie arg gestaucht. Von hinten macht der Wagen einen eher dicklichen Eindruck. Eleganz strahlt das Auto also keine aus, wohl aber Solidität und Reife. Opel rühmt den Mokka als Auto voller Innovationen. Tatsächlich gibt es eine Menge an Extras, zum Beispiel ein Frontkamerasystem mit Verkehrsschildererkennung, Kollisionswarner und Spurhalteassistent, adaptives Fahrlicht, Sitz- oder Lenkradheizung. Das Innere des Mokka macht einen guten Eindruck. Das Lenkrad und die Anzeigeninstrumente sind gut verarbeitet und wirken übersichtlich angeordnet. Insgesamt kommt hier ein Mix aus Leder und Plastik zum Einsatz, was nicht immer schlecht sein muss. Mit den vielen Knöpfen in der Mittelkonsole hat es Opel aber etwas zu gut gemeint. Die Sitze sind zwar nur aus Stoff, machen aber dennoch einen gut verarbeiteten Eindruck und sorgen für eine gute Sitzposition. Der Mokka verfügt über einen ordentlichen Federungskomfort und schluckt schlechte Straßenverhältnisse souverän. Wem die Handschaltung nicht zusagt, kann sich den Mokka auch mit einem Automatikgetriebe kaufen. Die Preise für den Mokka beginnen bei 18.990 Euro in Deutschland. Für unser getestetes Modell muss man mindestens 27.520 Euro auf den Tisch legen.